Okay, wir haben gewonnen. Passt. Wenn der jetzt nicht noch was super Gemeines hat mit der letzten Karte. Aber ich glaube, sein Gemeines hat er schon weggespielt. Okay, er hat quasi gar nichts mehr. Na gut. Ah, die Pilzkarte spielt mal wie so eine Hornkarte. Das wusste ich gar nicht. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Interessant. Das heißt, ich kann sowieso nur einen von meinen beiden Berserker verwandeln. Aber ich würde es trotzdem gerne mal einfach sehen, Mensch. Aber dann machen meine beiden Berserkerkarten gleichzeitig auf der Hand überhaupt keinen Sinn. Eine davon, weil ich habe nur einen Pilz. Ich hab zum Glück gerade noch geguckt. Olaf haben wir jetzt bekommen. Sonst sehe ich wieder nicht, was die neue Karte eigentlich ist. Ah, Olaf. Oh, das ist ein ganz schön starker Bär. Olaf der Bär. Moralschub. Verstärkt alle Einheiten in der Reihe um 1 um sich selbst. Wieso ist die Karte so gut? Ich dachte, das ist wahrscheinlich irgendwie... Die muss einen Haken haben, dachte ich mir. Aber nee. Meine Güte, Olaf. Du bist ja verrückt. Dafür können wir irgendeine mittelmäßige Karte rauswerfen. So wie unseren Bogenschützen des Clans Brovgar zum Beispiel. Meine Güte. Nicht schlecht. Aber das finde ich sehr schön, wenn das wirklich so ist, dass das Kartenspiel quasi in den Originalbüchern schon beschrieben wird. Und die haben da quasi dann ein Regelwerk und eine Videospieladaption auch von dem In-Buch-Spiel gemacht. Das finde ich irgendwie sehr cool. Ah! Hey, ich habe dich gerade aus deiner Zwischenglitch-Zone befreit. Jetzt sei mal nicht so. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Beauclair. Ah, das ist auch ein bisschen clever. Verdammt, ich habe schon wieder vergessen, mit dem Weinhändler zu reden. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass einem die Gwent-Quest quasi auch gleich so ein bisschen die ganzen Händler hier in der neuen Stadt vorstellt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, hatte jeder Händler bis jetzt nur nutzloses Zeug. Insofern weiß ich gar nicht, ob das überhaupt Sinn der Sache ist. Stimmt, Herr Parfümeur? Holla, ein Hexer. Endlich ein richtiger Kunde. Sag, was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Ich brauch wahrscheinlich nix. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ah, der hat sogar voll die Rezepte und Runen und alles. Das ist sogar mal, aber ich will trotzdem nix. Nee, danke. Will Gwent spielen! Hier ist in Stimmung für eine Partie Gwent? Bin zu faul, den Einsatz immer hochzuschrauben. Wir spielen jetzt einfach mit dem Mindesteinsatz. Also dem Standard-Einsatz, nicht dem Mindesteinsatz. Die 25 Gold, die wir am Schluss daraus kriegen, auch egal. Olaf haben wir gleich mal auf der Hand. Das ist cool. Okay. Oh, das war gut. Naja. Hätte eine bessere Hand sein können, aber eigentlich super. Und ich kann Olaf sogar entweder auf Schwert oder Fernkampf legen. Olaf ist crazy. Olaf ist so crazy. Beste Karte überhaupt. Richtig cool. Na gut, dann spiele ich mal die Karten, die ich nicht brauchen kann. Räumen wir mal ein bisschen aus. Misten wir erstmal aus unsere Hand. Ah ja, ich glaube, der andere hat wahrscheinlich einen Berserkerpilz, weil sonst würde er... Oder? Oder ist er auch am Ausmisten? Wer weiß. Ah, er hat Moisak. Wie gemein. Wow, die beiden... Oh, die verstärken sich auch noch. Ich verstehe. Mit Moisak bzw. dem Pilz und ein paar Berserker-Einheiten, die in der gleichen Reihe liegen, kann man anscheinend extrem mächtige Kombos machen. Das ist schon ziemlich cool. Die Frage ist jetzt, passe ich gleich oder spiele ich noch ein bisschen weiter? Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt noch eine Karte spiele... Jetzt wartet mal, wenn ich jetzt noch... Ich kann 30... Okay, nee, okay, dann riskiere ich's. Weil selbst wenn er jetzt passt, kann ich ihn mit einer Karte schlagen.
Ach so, na gut, solange er nur eine hat. Whatever, ne? Dann spiele ich jetzt mal meine Helden aus. Vom Hand entmühlen bin ich jetzt ganz schnell zum Trumpfkarten ausspielen übergegangen. So, jetzt, wenn ich jetzt passen würde, müsste er noch eine Karte spielen und dann hätten wir wenigstens Gleichstand in der nächsten Runde. Ja, Olaf wirkt, finde ich, auch überpowered, ne? Aber ist ja voll super. Na gut, von mir aus. Dann spiele ich noch meine Bütchen. Er hat auch Bütchen und wahrscheinlich hat er alle drei. Dann ist Olaf Zeit jetzt. Ich habe fast zu viele Helden, deswegen ist Olaf nicht ganz so mächtig, wie er sein könnte, wenn ich weniger Helden hätte. Ah ja, jetzt passt er. Na gut. Aber ich habe echt ein Problem, ehrlich gesagt. Wenn ich mir meine Karten so angucke. Gut, ich meine, Olaf ist kein Held. Was ihn insofern wieder noch mächtiger macht, weil ich ihn sogar wiedererwecken kann mit meiner Wiedererweckungsfrau hier. Das ist schon ziemlich gut. Okay. Nein, stimmt ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin immer noch in Führung. Dann passe ich jetzt. Aber ich bin nicht mehr in Führung. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe für die letzte Runde gar nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich kann nur hoffen, dass er noch irgendwie eine Wetterkarte oder so hat. Okay, ich hatte Glück beim zufälligen Auslosen der Karten. Aber ich hoffe, dass er jetzt nichts mehr auf der Hinterhand hat. Oh, nein, Olaf, das ist so gemein, wirklich. Weil jetzt Olaf in der Angriffsreihe, in der Nahkampfreihe, in Kombination mit Rittersporn, das wäre eine Kombination gewesen. Oh Gott, ist das gemein. Naja. Noch eine Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass die so problematisch sind. In Stimmung für eine Partie. Gut, dass ich nur 25 gesetzt habe. Ich überlege echt, ob ich was aus meinem Deck verändern sollte, weil ich habe aktuell zu wenig Berserker-Karten. Die machen nicht wirklich viel Sinn, leider, finde ich. Die müllen mir bis jetzt immer nur das Deck zu. Deswegen schmeiße ich jetzt die Berserker-Karten erstmal raus und den Pilz, bis ich wirklich mehr Berserker von der gleichen Sorte und vielleicht auch Mäuseck habe. Dann baue ich mein Deck gern wieder um, aber bis dahin macht das gerade, finde ich, gar nicht so wirklich viel Sinn. Ich überlege, mit Kambi und der Kurum zu experimentieren, aber auch da, ich weiß es nicht recht. Aber wen nehme ich denn dann mit? Ich glaube, ich nehme die Verbrennkarte. Nee, ich nehme zwei. Wir brauchen einfach nur zwei Einheiten und fertig. Ach, aber wen denn? Ich habe hier echt. Ja, von mir aus, dann kannst du mitkommen und du auch. So. Was mit dir gleich nochmal? Ach so, warte, okay. Dann tausche ich den mal aus. Dann nehmen wir den Piraten mit, der die stärksten Einheiten auf den Schlachtfeldern zerstört. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mach das. Warte mal, verbrennen, entferne die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld. Genau, ich mache jetzt wirklich. Passt auf, das wird cool. Ich nehme jetzt hier, ich schmeiß die Bogenschützen auch noch raus, glaube ich. Glaube ich, brauche ich. Mal gucken. Jetzt nehme ich verbrennen mit. Dann nehme ich den Piraten mit. Habe ich den jetzt schon? Nee. Und dann nehme ich Kuh und Kambi. Kuh, Kambi und Olaf. Die werden es schon richten jetzt.
Okay. Keine Zerstörungskarte, keine Kuh, kein Olaf. Zu weit, zu gut. Aha, jetzt hätte ich eine Zerstörungskarte. Ich meine, gut, den kann ich auch so brauchen. Aber ich habe ja auch noch eine Spionagekarte, ne? Also mal abwarten. Rittersporn macht bei meinem Deck ehrlich gesagt auch wenig Sinn. Meistens. Naja, schauen wir mal, was wir noch kriegen auf die Hand. Ah ja, immerhin, eine Karte gut. Eine Karte gut. Helden können nicht zerstört werden, ne? Dann spiele ich jetzt nämlich mal ein paar Helden und dann kommt Piratenperson aufs Schlachtfeld. Und dann... Bam. Da warte ich noch. Jeder hat Mäusack, nur ich nicht. Ich finde das gemein. Ich will auch Mäusack haben. Fast alle seine starken Karten innerhalb von einem Zug verloren. Ich zum Glück nicht, aber er ist so doof und spielt weiter. Das war jetzt wirklich doof. War jetzt passig. Und dann hat er entweder eine Karte verschwendet oder er verschwendet noch richtig, richtig viel und hat dann nichts mehr. So wie es mir im ersten Kampf ging. Oh, ja, okay. Das ist natürlich gleich mal ein ganz schöner Powerschub. Der hat es tatsächlich geschafft. Und jetzt nimmt er mit Finte nochmal... Oh, nicht schlecht. Muss man schon sagen. Trotzdem sieht es nicht so gut für ihn aus, kartentechnisch. Weil jetzt muss er 2 Runden mit 4 Karten gewinnen. Nicht unmöglich, aber schon schwierig. Er passt jetzt schon. Ein passanter Gwen-Spieler. Hä? Passanter? Oder so ähnlich. Okay, aber jetzt hat er mit 2 Karten, glaube ich, keine Chance. Keine 2 Karten der Welt können ihn jetzt retten. Hoffe ich. Ich muss jetzt gleich meine Wiedererweckungskarten spielen, bevor der auf die Idee kommt, alle Ablagekarten auf den... Nein! Worst case. Worst case. Ich hab echt... Naja, okay. Trotzdem glaube ich, gewinnen wir noch. Aber das hätte gerade nicht passieren sollen. Oh Gott. Naja. Alles nicht so schlimm. Wir haben ja immer noch Olaf. Puh, das war jetzt fast noch knapp. Aber nicht wirklich. So, 17 haben wir schon. Wow, wirklich? Warte mal. Finde andere Gwen-Spieler und erhalte durch sie weitere starke Karten. 17 von 24. Karten haben wir, ja, aber noch nicht Gegner besiegt, genau. So, macht Sinn. Das ist der Hexer. Die Herzogsfamilie. Errettet hat. 43, 2 rüber. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren.
Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Warum sollte ich denn den Hans zerschlagen? Ich verstehe nicht. Aber zeig mir mal, was du im Angebot hast. Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst, meine ich. Bücher? Warum sollte ich Bücher kaufen? Weil da Zusatzinformationen drinstehen, wenn man mehr über die Hintergrundlore wissen will. Was ja grundsätzlich cool ist. Aber jetzt müssen wir Karten spielen. Ich habe wieder nicht geguckt, welche Karte ich jetzt bekommen habe. Ah, ärgert mich, ich denke mal nicht dran. Du spielst wohl nicht zufällig Gwind, was? Das ist der Hexer, der uns aus dem Leid errettet hat. Wer hat wen aus dem Leid errettet? Was ist los? Wo sind die neuen Karten, bitte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ist ja auch egal. Los geht's. So. Nilfgaard. Da hätte ich jetzt gerne Finte in meinem Deck. Aber habe ich nicht. Aber da kommt bestimmt der ein oder andere Spion, den ich mir nehmen und zurückspielen könnte mit den richtigen Karten auf der Hand. Naja. Man kann nicht immer auf alles vorbereitet sein. Da geht's schon los mit den Spionagekarten. Ja, die Nilfgaarden sind schon auch in dem Spiel ein lustiges Deck. Ich bleib mal bei Helden. Ich habe nämlich nachher vor, die stärkste gegnerische Einheit zu zerstören, wenn es sein muss. Außer der spielt auch nur Helden. Was für eine heldenhafte Runde das hier heute wird, wahrscheinlich. Mal schauen. Das ist schon auch eine starke Karte. Einfach 10. Ist genauso stark wie ein Held, ohne ein Held zu sein. Kann nicht mit Olaf mithalten, weil der ist super krass. Aber ist schon eine gute Karte auch, die der da hat. Muss man schon sagen. Und der nimmt sie zurück auf die Hand. Das heißt, der wird jetzt dann passen. Naja, dann mach das mal. So, jetzt spiele ich die beiden Barbaren hier, Berserker meine ich. Weil das schon mal eine recht gute Punktebasis schafft, die er erstmal überbieten muss. Er zerstört sie. Dann hat er meine Pläne ein bisschen durchkreuzt, weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt gerne gepasst, damit er noch eine Karte spielt. Dann gehen wir beide mit 6 Karten ins Finale und ich kriege wegen meiner skellige Fähigkeit genau die beiden Karten wieder zurück auf die Hand. Das hat er mir jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Dann ging seine Karte eben auch kaputt. So. Jetzt sind wir wieder bei 0. Ich kann ihn doch nicht mit einer Einheit mit einer Stärke von 2 gewinnen lassen. Mist. Das geht doch nicht. Hey, wisst ihr was? Nee, vergesst es. Ich weiß auch nicht. Okay, doch. All out jetzt. Ich spiele jetzt hier. Ich beschwöre meine Berserker wieder. Ich spiele jetzt aufs Gewinnen in der zweiten Runde. Ich hoffe echt, es gelingt mir, weil sonst haben wir in der dritten Runde ein massives Problem. Schauen wir mal. Theoretisch habe ich noch ein paar echt mächtige Karten. Die Nahkampfreihe kann ich noch boosten ohne Ende. Ich hoffe nur, dass er nicht irgendwie jetzt Unfug macht. Die Bogenschützen sind schon krass bei denen, ne? Aber das muss er erstmal toppen jetzt. Nicht schlecht, aber nicht ganz. Und jetzt kommt noch mein letzter Trumpf.
Super krass, super alles Vernichtungspower, Olaf. Der müsste jetzt schon, also der müsste jetzt schon noch extrem viel Power raushauen und das kann er nicht. Cool. Gut gespielt, Kamera. Aber der hatte noch einen optionalen Dialog. König Bran haben wir bekommen. Ist das eine Anführerkarte? Über eine neue Anführerfähigkeit würde ich mich echt freuen. Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin Anna Henrietta schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Na dann. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Na dann, bis denn.